Inshow News mit Online-Zulassungen, Guy Carpenter, Naturgefahren, Gotha, Allianz und Swiss Life. Online-Zulassungen werden mit iKFZ ab 11. September für PKWs von Privatpersonen möglich. Mit Versicherungsnummer und Link anmelden, Nummernschilder online bestellen, vorläufiger Ausdruck der Zulassungsbescheinigung genügt bis amtliche Siegel eintreffen. Guy Carpenter hat Julian Enoisi zum CEO für Europa ernannt. Enoisi ist seit 2022 im Unternehmen und war bislang globaler Leiter Public Sector Solutions Practice. Naturgefahren sind laut GdV hinsichtlich der Versicherbarkeit stark bedroht. Die Versicherungslücke wächst schneller, als sie schließbar ist, so Jörg Asmussen. Ursache sind die Klimaziele, die bislang verfehlt werden. Gotha treibt ihre Transformation voran. Die IT-Tochter wird zu Gotha Solutions GmbH und Maike Grun als Geschäftsführerin benannt. Allianz hat ehrgeizige Klimaziele bis 2030. 150% Umsatzwachstum in erneuerbaren Energien, 30% weniger CO2-Emissionen in Kfz-Märkten und 20 Milliarden Euro für grüne Investitionen. Swiss Life Deutschland ernennt Sebastian Weigelt ab 1. Oktober zum Leiter des Intermediärvertriebs.